immer noch in Fulda auf der Camper und Vans. Und jetzt stehen wir vor einem Pilot mit Hexitzgruppe. Den zeigen wir euch noch. Pilot P696U Expression 82.990. So, hier haben wir ein ganz anderes Konzept wie gewohnt. Kommt mal rein. Gehen wir mal rein und schauen uns den mal an. Sehr schön. Sehr schönes Teil. Wie unschwer zu erkennen, haben wir hier eine Hexitzgruppe, die auch sehr, sehr groß ist. Ein Tisch zum Aufklappen. An dem man auch vernünftig essen kann. Der lässt sich dann natürlich auch in alle Richtungen verstellen und feststellen. Ja, der Nachteil an der Hexitzgruppe ist, die Heckgarage fällt weg, beziehungsweise sehr mickrig aus. Aber das können wir uns vielleicht dann auch noch anschauen. Ja, aber ansonsten ist das mal was anderes. Aber ich denke, hier können 4 Personen drin schlagen. Der Tisch ist absenkbar. Ja, hier kann man bestimmt noch mal zusätzlich ein Bett bauen. So, aber man hat hier unterm Hubbett keine Schränke, nur ein paar Fächer. Lautsprecher sind hier verbaut vom Soundsystem. Ansonsten ist hier nicht allzu viel. Ich schaue mal hier drunter. Hier sind schon noch Staufächer drunter. Ich mache mal eins hoch. Ja. Ja. Irgendwo muss man sich ja dann auch ein bisschen Zubehör verstauen. Ich nehme mal an, das geht rundum. Ja. Ja, hier sind auch noch Staufächer. Also ja. Unterm Sitz sind die Staufächer. Hier ist ein Staufach, das recht tief ist. Mir hier den Fernseher verbaut und dann habe ich hier nur einen Oberschrank, den muss man eigentlich schon für Klamotten einplanen, aber der ist nicht besonders tief. Eine Lippe hat er, aber nicht besonders tief. Hier dasselbe, nicht besonders groß, aber nun gut. Ja, dann haben wir hier die Küche. Fangen wir mal von oben nach unten an. 2 Oberschränke. Die sind natürlich ausreichend tief. Mit Zwischenboden, was sehr gut ist. Dann haben wir hier an der Küche eine schöne Ambientebeleuchtung. Wo so zu schalten ist, weiß ich nicht. Hier haben wir eine 230 Volt Steckdose und 2x USB. Ein recht großes Waschbecken. Dann haben wir hier einen Zweiflammkocher. Warum sie keinen Dreiflammer reingemacht hat, weiß ich nicht. Aber den meisten reicht 2 Flammen. Und das pilottypische Regal. Das haben sie, glaube ich, bei jedem Fahrzeug drinnen. Dann haben wir hier den ersten Schrank. Nicht besonders tief, aber man bekommt ein bisschen was rein. So, dann haben wir hier ein Fach, wahrscheinlich mit den Absperren. Nee, ein kleines Fach. Aber sehr tiefe Schubfächer.
Und nochmal mit Reling. Also die sind nicht schlecht, die Schubfächer, die sind sehr tief. Und hier ein kleineres. Ich nehme an, das sind von außen Staufächer, weil es ist teilweise tiefe Fächer, teilweise weniger tief. Besteckschubfach. Wo sich drunter die Gasabsperrhähne befinden. Ah ja, hier hinten. Und hier nochmal, wie gesagt, hier ist wieder ein kurzes Fach, ne? Mhm. Ich habe zwar hinten die Gasschläuche gesehen, und aber warum das Gas so kurz ist, das Fach, ist, verstehe ich auch nicht ganz. Okay, dann geht es hier weiter. Die Oberschränke hatte ich, glaube ich, schon. Einmal hier einen großen Oberschrank, der ist wiederum riesig. Stimmt. Dometic Kühlschrank, Eisfach. Das dürfte absorbar sein. Hier zu erkennen, wenn man mit Auto, Strom, Gas und Batterie, da kann das nur ein Absorber sein. Auch ein recht großer Kühlschrank. Ist das ein Doppelanschlag? Ja, der geht wieder von beiden Seiten zu öffnen. Oder auch nicht. Müsste eigentlich. Eigentlich schon. Ist nicht richtig zu. Hexe. Zack. Und der hier geht nicht. Naja, dann nicht. Dann nicht. Fummeln wir nicht rum. Dann nicht. Hier unten haben wir noch ein Schubfach. Auch nicht besonders tief. Ich weiß nicht, warum man hier die Tiefe nicht ausgenutzt hat. So viel Platz kann doch hier der Kühlschrank hinten nicht brauchen. Okay. Hier haben wir noch ein Sitzpolster. Ja. Zum Schuhe anziehen. Kannst du schnell mal Schuhe an- und ausziehen? Ja. Darunter ist noch mal ein Fach. Da haben wir den Schuhschrank drunter. Da haben wir den Schuhschrank. Das ist aber gut gelöst. Das wird die Drittstufe sein. Ja. Das Licht. Licht. Einmal links, rechts. Ambiente. Und das einmal in der Mitte. Und das wird der Hauptschalter sein. Ja. So, dann darfst du mal reinkommen. Dann dürfte das hier oben einmal der Schalter fürs Hochbett, für die Heizung. Und dann haben wir hier noch das Bedienfeld für den Rest des Wohnmobils. Kannst du ja mal direkt zeigen. Habe ich schon. So, und dann haben wir hier dieses Raumbad, was sehr, sehr groß ist. Und jetzt kommen wir auch dahin, wo die Klamotten verstaut werden. Genau. Da haben wir nämlich hier einen Kleiderschrank. Moment, den habe ich nicht. Okay. Und hier unten werden auch noch mal zwei Schränke. Sehr schön, mit, ja. Einleiten. Und hier unten haben wir Technik verbaut. Eine sehr große ich hätte Dusche. Gerne fertig gemacht erstmal. Das hilft doch nicht. So. In der man auch sehr, sehr viel Platz hat. Ja. Ja, ja. Dann kann man das Ganze zum Wohnraum hier abtrennen. Und man hat, wie gesagt, hier in der Dusche jede Menge Platz. Hier haben wir die Duschwand. Bisschen basteln, aber das geht schon. Also man hat hier wirklich viel Platz in der Dusche. Das ist schon gut. Und oben ein Hecki drin für Ablüftung. Oben haben wir ein Hecki und hier haben wir ein Hecki. Und über dir ist nochmal ein Hecki. Nochmal ein Hecki. So. Handtuchhalter. Zwei Lichtschalter. Einmal hier und einmal für die Dusche. Alles klar.
Dann haben wir hier einen Schrank. Schönes Raumbad. Ein Spiegel mit einer Ablage davor. Und nochmal einen recht großen Badschrank. Da bekommt man schon einiges rein. Ja, hier dann wieder fürs Toilettenpapier. Eine Dometic-Toilette. Also man hat hier genug Platz. Ja, richtig schön. Nochmal zwei Haken. Und dann geht es natürlich ins Fahrzeug. Super. Ein Fiat mit Handschaltung. Aber schön. Und auch nochmal ein Dachfenster. Verdunklung also ist hier von unten nach oben. Ja. Und an den Seiten, naja, geht zur Seite, ist klar. Also wirklich schönes Raumbad. Ich kann ja mal schauen, der Schlüssel hängt ja hier. Weiß ich nicht. Ist leider gesperrt, geht nicht nach unten. Naja. Aber das gefällt mir wirklich gut, also mit der Lampe. Ja, ist nicht schlecht gemacht. Und mit den Klamotten, das haben wir ja jetzt gesehen. Ja, die passen natürlich hier im Bad hier, rein, zwei große Schränke, da kriegt man schon alles unter. Aber wie gesagt, das Problem wird dann die Heckgarage sein. Naja, da schauen wir uns nochmal rundum. Aber die werden wohl zu sein, aber trotzdem schauen wir mal. Gehen wir nochmal raus, wa? Ja. Da stehen schon die Nächsten vor der Tür. Ja, das habe ich mir gedacht, die sind ja alle so, zu, okay. Ne? Naja, ist klar. Aber das dürfte dann die gesamte Garage aber schönes sein. Schönes Auto, ja. Okay, so, das war's. So, Piloten.